Das ist so, wenn man immer sagt, dass Leute, die sterben, nochmal scheißen. Er scheißt jetzt nochmal. Mal den Darm entleeren zum Ende. Aber schön, noch gleich gefilmt. Oh, oh, sorry. Ach du Scheiße. Sorry. Das ist Splatter-Action 1.000.000%. Das ist unglaublich. Hat euch das eigentlich angetan? Bestimmt noch ein Werwolf unterwegs. Ein Zombie-Werwolf. Alter, hier hat sich jemand richtig die Arme abtrainiert. Also ich glaube, eine Sache werde ich hier niemals können, mich an der Brutalität satt sehen. Ach du Scheiße, das ist ja hier der Türkei oder was? Oh nein, bitte nicht sterben! Oh, was bin ich für ein Noob? Oh, ich bin der Noob, was ist denn? Oh nein, bitte nicht, bin ich schon tot? Oh, ich bin tot. Sag den Behörden, dass du immun bist, immer noch. Kann ich da nicht anrufen, sag mal? Die wollen doch eh nur Blut haben. So wird's laufen. Macht er da hinten? Na, jetzt Schild. Photovoltaikanlage für einen guten Zweck. Frage ist, kann ich da rüberspringen? Wäre eigentlich unlogisch, wenn nicht. Jo, sauber. Ups. Ich glaube, die haben mich entdeckt. Billige Taktik, immer erstmal weglaufen. Sind das Läufer oder was? Schlurfer. Ah, Schlurfer. Und er ist der Geher. Ah, das merkt man, er überholt den Schlurfer. Okay, Na komm, Sprungkick. Ups, hat der nicht geklappt. Sorry. Yeah. Die Waffe ist gut, aber die ist gleich kaputt. Aha, wer ist hier der Boss im Haus? Zumal, braucht ihr euch auch nicht mehr... Oh, was ist das? Das ist so, wenn man immer sagt, dass Leute, die sterben, nochmal scheißen. Er scheißt jetzt nochmal. Mal den Darm entleeren zum Ende. Aber er kann sich auch nicht schweren, dass ich ihn umgebracht habe. Er war ja schon tot. Ein Untoter, ist auch so unlogisch. Er ist nicht lebendig, aber er ist... Treibstoffkanister. Jo, ein bisschen... Ist doch ein Ferrari, oder wie? Dann eine Anlehnung an Ferrari. Also... mach ich mit dem Scheißkanister jetzt? Das ist doch Öl, das ist ja gar kein Benzin. Was ist das denn? Ach du Scheiße, das ist doch Ölwechsel. Schöne Öllache. Wie viel Öl kann ich verteilen? Also wie viel wird animiert, sag ich mal so. Könnte ich das jetzt anzünden? Könnte ich das jetzt anzünden? Yo. Oh, geil. Oh, schön, noch gleich gefilmt. Oh, oh, sorry. Ach du Scheiße. Sorry. Oh, das ist geil, der Kanister. Ja, dann würde ich sagen, machen wir den alten Kanister-Test. Ja, damit. Dann würde ich mal sagen, ganz klassisch. Öl. Schön Öl. Komm, komm. Zumal ich jetzt auch voll bin mit Öl. Locked. Looks like I'm breaking in. Das wäre jetzt dumm, ne? Jetzt los! Oh nein! Los jetzt! Komm, jetzt, los! Was ist denn? Oh, ist das billiges Öl. Das ist wieder so ein Billigöl, so ein Zweitakteröl. Los, brenn doch! Oh, scheiße. Nein, nein, ich will nicht brennen. Oh, verdammt. Wie lange brennt der Scheiß jetzt? Was hat das Zeug für eine Energiedichte? Ein Brennwert? Ne, Heizwert, ne? Was passiert denn jetzt überhaupt? Wasser? Ach so. Ah, auf. Jetzt? Wie geil, als hätten die es gewusst, dass ich hier die Scheiße anzünde. Jo, chillig. Ein ganz billiger Hahn. Da ist nicht mein Robbelüfter dran, ne? Auch an nicht. Hä? Ach so. Ja, dann los. Gut, jetzt gut. Okay, weiter geht's. Nein. Will ich da wirklich rein? Nein, da möchte ich nicht rein. Oh, okay. Oh, was macht er jetzt? Moin. Und, was macht er jetzt? Komm, komm. Ist das schlecht. Na komm. Ich mach dich tot, bevor wir uns überhaupt in Wirklichkeit sehen. Ey, hier bin ich. Also das ist geil. Dieser Sprungkick ist wirklich geil. Jetzt haben wir nur ein Problem. Ich brauche Zugangstastenfeld. Ich habe nur noch einen Schlag, dann ist meine Waffe kaputt. Ich wollte es nur noch mal erwähnen.
Sieht jetzt hier oben aus. Nicht gut. Hier sieht es gar nicht gut aus. Oh, hier lief was. Oh, hier ging... Oh, heftig. Hier ging richtig was. So eine geile Kamera. Fuck, was haben die denn hier für ein Ritual? Oh. Ist das geil. Das ist Splatter-Action. 1 Million%. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Auch hier. Wie sie den ausgeweitet haben. Und das vor laufender Kamera. Können wir uns die Aufnahme nochmal im Fernsehen anschauen? Medikit ist voll. Das heißt, ich benutze jetzt eins. Oh, ich hab... Zumal ich bin auch der, der seine Energie... Also Ryan, ich bin echt zufrieden mit dir. Ich möchte ganz ehrlich sagen, wir arbeiten beide gut zusammen. Ich glaube, in den Trailern habe ich mal gesehen, dass man hier gegenwerfen kann und dann geht das kaputt. Das mache ich jetzt nicht. Inventar ist voll. Oh, ist das für ein abgesägter Rohrschenk. Das ist aber ein zölliger Rohr. Oh, vorne schön entgratet. Oh ja. Oh, da muss ich doch was mitmachen lassen. Okay, warum haben die alle so viel Geld? Oh, hörst du das Gas? Ich höre das Gas. Oh, ich würde jetzt gern... Da muss ich bestimmt rein, aber erstmal untersuchen. Oh. Hat euch das eigentlich angetan? Ist bestimmt noch ein Werwolf unterwegs. Ein Zombie-Werwolf. Boah, überleg mal, du triffst auf einen Zombie-Werwolf. Das ist heftig. Ach, hätte ich auch hochgekonnt? Okay. Das heißt, ich brauche diese Schlüsselkarte gar nicht. Was, wenn ich das mache? Geil. So stelle ich mir ein Spiel vor, wo du auch sowas kaputt machen kannst. F. Kleber. Ich habe schon so viel Kleber, ich könnte schon einen Klebershop aufmachen. Ja, sie steht da und... Weißt du, warum sie da steht und nicht baden geht? Sie wartet noch auf ihre bessere Bikini-Figur. So, ich würde jetzt mal gerne hier diese Attacke mit benutzen. Komm, komm. Ja, hier auch anschleichen jetzt. Die dürfte mich doch gar nicht bemerken, oder? Oh, da müsste doch eigentlich ihr Kopf ein bisschen kaputt gehen. Nicht? Oh ja. Jetzt nochmal. Richtig jetzt. Oh, und jetzt runtertreten. Guck mal jetzt. Oh, sieht das gut aus. Wow. Da merkt man auch, dass ich kein Spieler bin, ne? Ich meine, wer freut sich dann noch über solche Standardsachen? Das ist ja nichts Besonderes, dass sie da runterfällt. Ist aber geil. Ist auch schön, wenn Menschen noch mit wenig zufrieden sind. Wenn sie noch nicht übersättigt sind mit Informationen. Oh, warte, ich mache nochmal einen Sprungkick durchs Fenster. Ups. Ja. So geht ein richtiger Boy. Ach, er steht auch noch da. Oh, nee. Oh, wie da steht. Er sucht mich noch. Digi, ich bin jetzt von hinten. Oh, jetzt. Kann ich ihn nicht irgendwie mit so einem... Lebt er noch? Nö. Kann ich nicht irgendwie so einen Superangriff machen, dass er, wenn ich von hinten, dass ich ihn mit einmal töte? Boah, voll ins Auge. Nochmal ins Auge. Ups. Komm, jetzt so richtig erledigen. Da muss doch so eine Superattacke geben oder so. Kann doch nicht sein, dass wenn er auf dem Boden liegt... Mann, Wine, du hast gar keine Kraft. Hä? Oh, guck dir mal sein Gesicht an. Jawohl. Alrohr. Hä? Jetzt wirft er das Ding weg. Gerüststange. Was will ich lieber, eine Gerüststange oder ein Stahlrohr? Dann noch lieber eine Gerüststange. Ey, wieso? Ach so. Jo. Passt schon. Oh, er ist... Er muss erstmal verschnauben. Hier bin ich schon lang gelaufen. Hier kam ich, ne? Nee, doch nicht. Oh, hier ist wieder Transformator ganz schön laut. Ist das am Sohn? Macht er da? Oh, hier ist aber einer. Guck mal mit. Da ist aber einer hier, ne? Schön. Die haben alle 4 Pakete, die reichen Leute. So eine fette Bude. Vieler Chips, ja. Das tun sie auch alle den gleichen Scheiß. Was ist das? Aspen Light. Ey, so ein Billigbier. Rogue Safe Schlüssel erforderlich. Ich hab seinen Schlüssel. Oh, Streaming. Oh, das ist mal ein Streamingzimmer. Oh Gott, ist das gut. Ich hab nichts von dem. Ey, das habe ich aber auch. Oh, krass. Ist ja lustig. Aber sonst habe ich nichts. Ich habe nur einen Bildschirm.
Billige Tastatur, billige Maus. Scheiß Greenscreen habe ich. Sonst habe ich auch gar nichts, ne? Naja, egal. Was ist jetzt? Jetzt schon wieder. Follower. Snapped her down. Mit 51. Schick mir Kraft, Leute. Ich habe gerade das unfassbar guten Sandwich aller Zeiten gemacht. Ich auch mal reinbeißen hier ins Puten-Sandwich. Oh, es hat sich schon aufgebläht. Kann man hier mal kurz was essen im Stream, ja? Da eh keiner zu. Was nützt mir denn hier so eine Nachricht überhaupt? Also was jetzt? Komm her! Na komm, ja, komm, ne? Was macht jetzt? Was jetzt, ne? Geil wäre, wenn du das die Scheibe jetzt kaputt machen würdest. Aber du bist so dumm, ne? Wie so eine Fliege, die raus will, immer gegen die Scheibe läuft. Hier bin ich jetzt. Ich bin jetzt hier. Guck mal, jetzt bin ich hier. Na, was jetzt? Ja, wenn der ist so dumm, wenn ich die Scheibe kaputt mache, läuft er immer noch gegen die Gegend. Warte mal, jetzt wird's ein Test. Aber jetzt wie dumm. Oh nein, scheiße. Oh, na jetzt habe ich sie verkackt. Oh, das ganze Equipment geht hier kaputt. Na komm. Komm schon, auf. Wie ist dein Gesicht? Guck mal, jetzt ist dein Gesicht noch heil, oder? Oh, jetzt ist schon der. Alter, die ganze Gesichtshaut ist schon ab. Fuck. Fuck. Ach du Scheiße. Ist das heftig? Score. Alter, das ist brutal. Oh, du kannst den Knochen sehen. Oh, ist das geil. Also die Physik finde ich geil. Das ist ein bisschen billig, aber auch. Du hier so irgendwas zerstören kannst. Hallo? Jetzt geht wieder nichts, oder was? Naja, ich hab's probiert. Oh! Ist das schlecht? Das soll hier so ein Sprungbrett sein. Wer befestigt das denn so billig? Das ist richtig schlecht. Einfach ein Brett. Jo, wird schon halten. Hier, probier mal so einen doppelten Seitwärts. Oh, der wird hier dreimal. Warte mal. Schade, das wäre geil, wenn das jetzt abstürzen würde. Theoretisch, was hast du da? 25 LBS, ne? Ah, was war das nochmal umgerechnet? Die Amis mit dem nicht-metrischen System. Sunglasses. Sag den Behörden, dass du immun bist, immer noch. 7 Meter, hä? Hab ich was übersehen? Ist das schlecht. Tür nur von der anderen Seite. Hä, ist das dumm? Hat die Scheibe schon kaputt gemacht. Ganz schlecht. Oh, nein. Ups. Oh, ist das? Hä? Nein. Oh Gott, warte, nimm noch eine Waffe rein. Ich nehme eine bessere Waffe als das. Warte, warte, Waffenmenü. Rucksack. Gut. Auswählen. Oder kann ich immer nur die oberen Waffen nehmen? Checke ich auch noch nicht so ganz. Wo? Den Fleischerhammer? Verstehe noch nicht so ganz. Jetzt habe ich den. Den. Ah, doch. Okay, die obere Reihe ist also das, was ich immer nehmen kann. Ich würde es mal mit dem Golfschläger mal probieren. Mal aufladen. Ah, nee, warte. Ich habe das im Trailer gesehen. Das müsste gehen. Oh, doch nicht. Sorry. Oh, jetzt. Ah, es dauert ein bisschen. Scheiße, ich hab... Alter, das ist ein richtiger Vorschlaghammer. Bam. Und zermatscht. Brennen. Eigentlich müsste sie doch auch brennen. Oh, verdammt. Brenn doch mal ein bisschen. Oh, jetzt brennt das nicht mehr. Verdammt, Gas ist alle. Na gut, komm, komm, komm. Oh, perfekt. Oh. Das Ding ist wirklich... Auf! Die Fresse. Hallo? Wie kann jemand so viel aushalten? Oh, er hält viel aus. Das kann ich mir schon gut vorstellen. Er tut mich ganz schön in die Ecke drängen hier. Na komm, 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 komm. Oh nein! Wo kommt sie denn jetzt her? Hey, du warst doch schon... Oh, jetzt bist du aber tot. Oh. Ich muss sagen, er hat gar nicht so viel ausgehalten, wie man seiner Körperstatur entnehmen könnte. Ah.
Aber komm, wer kommt hier angeschlurft, hä? Alter, was macht er denn hier für eine Akrobatik? Verpiss dich einfach, komm. Zombies will ich mich hier gar nicht so lange aufhalten. Sie ist noch nicht tot, sie kommt noch. Boah, hier hat sich jemand zu Tode trainiert. Warte mal, Medikit, Medikit. Yes. Ach, oben links kann ich die Medikit sehen. Ah, 5. Jetzt check ich's. Alter, hier hat sich jemand richtig die Arme abtrainiert. Auf was bist du gegangen? Auf Beine oder auf... Ach du Scheiße, ist das hier abgemetzelt. Hammerhart. Oh, geil. Schöne Physik. Und prallt ab. Na, geht so. Aber eigentlich die Dinger müssen eigentlich viel döller. Das sind nur diese Medizinbälle. Da muss man Hamster rauflegen. Hier läuft Mucke. Trainermucke. Richtige Pumperbude. Ey, Mann, das sind alles so eine reichen Bonsen hier. Was sind das für eine... Oh, das ist eine richtige Knüppelsteuerung. Kann ich das auch aufladen? Oh! Einfach ins Gesicht rein! Das ist auch unglaublich. Aber warum kann ich da jetzt nicht diesen Kick machen? Ah, ja, jetzt. Oh. Zack, links, rechts, hoch. Oh. Scheiße. Also ich glaube, eine Sache werde ich hier niemals können, mich an der Brutalität satt sehen. Das ist einfach nur zu geil. Das ist einfach... Oh, da hinten ist... Sag mal, was ist eigentlich hier passiert? Was ist denn das immer für ein Matschhaufen der Menschheit? Oh, Alter, was haben die hier gemacht? Sag mal, ich hab da auch noch mal eine Matschbombe. Ey, das Zeug ist auch unglaublich, also... Wenn zu wenig Blut am Start ist, dann kannst du das Blutlevel ein bisschen erhöhen. Tür. Alles klar. Guck mal hier. Hier, guck mal. Oh, jetzt kommt die da durch. Oder warte, die überrasche ich mal von der Seite. Mal sehen, wie klug der Zombie ist. Ist eh zu dumm, hat schon vergessen, wo ich bin. Der kommt bestimmt nicht durch. Warte, jetzt kommt nicht durch. Hier ist doch gar kein Glas mehr drin. Was macht sie denn da jetzt? Und wie dumm ist sie? Na, na, na? Oh! Doch gar nicht so dumm. Boah. Heftig. Proteinriegel. Warte mal. Was du kannst, kann ich auch, mein Bro. Was du kannst, kann ich auch. Einsammeln. Mhm. Hä? Wir sind die Protein-Bros. Hm. Windows abgestürzt. MS-DOS. Gestrandet im Ziegenstall. Was sind das hier alle Streamer? Wir haben hier alle... Dieses krasse Gerücht wirst du nicht glauben. Na, dann hau mal raus. Ey, yo, was geht los? Hey, what's up? Das ist ja unglaublich. It's insane. How did we get here? No idea. Nein. Kogodis. What I actually want to ask our G-Crew is, have you guys been on that new urban rumor thing? What rumor thing? Na komm. Brain eaters. Right. It sounds like they've got yours already. Dude. Oh, come on, hear me out. So I was at the bar. Oh. Ach, dann kamen die hier rein, ja. Was? Shit. Oh shit. Mm. Na, also mal ganz ehrlich, wenn die hier drinne waren, dann müsste aber hier ein bisschen mehr Blut rumliegen. Oder meinst du, die sind hier noch rausgekommen? Die Tür war ja im Endeffekt verriegelt. Ups. Oh, hier schon wieder ein altes Mischpult. Geil, also aufgelegt haben die hier. Was ist das überhaupt für ein Anwesen? Hier wird gestreamt, hier wird aufgelegt. Ich glaube, das ist das Setup eines täglichen Streamers. Proteinriegel. Gelb, wo muss ich hin? 33 Meter. Wie komme ich denn jetzt hier runter, verdammt? Die klassische Art und Weise, einfach runterspringen? Boah, hat's Energie gekostet? Shit, ich glaube schon.
Proteinriegel, alles da. Kaffee, Kaffee, lecker, lecker. Energy. Die Schlurfer wieder. Und noch ein Gear und noch ein Schlurfer. Na, was haben wir denn mit? Was nehmen wir dich denn heute mit dem? Was ist das überhaupt? Ach, das ist wieder das alte. Komm mal hoch. Regenixe. Oh, hey, wer hat dir denn den gemacht? Schön, schon von weiter weg. Ah nein, was denn jetzt? Hä? Oh. Nö. So gehen hier die ganzen Waffen alle kaputt. Nichts kann man mehr. Die Qualität hat auch nachgelassen in den letzten Jahren. Ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Ich muss das mit den Blocken noch. Ich komme irgendwie schlecht auf Alt drauf, bin ich ganz ehrlich. Kann ich Blocken auf einen anderen Knopf tun? Blocken ist irgendwie, ganz ehrlich, mit Alt. Komm da schlecht mit dem Daumen an. Ist nicht ganz... Ah, ich hätte auch die alte Methode nehmen können. Oder den hier, ne? Den Wasserhebel. Digi, das ist ein ganz billiger Gartenhahn. Ganz billig. Na, lass mich raten, ich brauche irgendeinen Code. Ah, hä? Chillig. Ich bin der Codemaster. Der Läufer. Na komm, komm, lauf mal. Ups. Ist ja gut, ist ja gut. Auf den Schädel einschlagen. Hat schon früher geholfen bei mir. Hat mir auch garantiert meine Entwicklung nicht gestört. Oh, hab ich auch ihr Hab ich die zermetzelt? Was, wenn ich jetzt nochmal darauf hau? Oh, Kniescheibe aufgeschlagen. Noch mehr. Oh, na komm, das kriegen wir auch noch abgetrennt. Oh Gott, guck mal, wie das so am Seidenen... Das ist sowas Brutales, habe ich in meinem... Was jetzt? Hä? Sicherungskasten. Ach, immer mit ihren Sicherungen. Also ich weiß nicht, wer bei so einer Apokalypse die ganzen Sicherungen alle rausnimmt. Komm, das will ich auch noch... Na komm. Ey, hängt an der letzten Sehne fest. Was ist denn das? Ist das ein künstliches Kniegelenk? Nee, abtrennen! Komm! Komm! Das will nicht ab. Guck mal, es hängt wie in so einem Draht fest. Den Kopf nochmal bearbeiten. Oh, ist das toll! Oh, ist das heftig! Splatterherz. Oh, heftig. So viel Blut. Okay. Back on track for the Helper. Ich kann nur sagen, ich empfehle Ash vs. Evil Dead auf Netflix. Absolut brutale Serie. Richtig geil. 70% würde ich sagen, handgemachte Effekte. Bisschen CGI, ja, das sieht immer nicht ganz so geil aus. Oh, shit, sorry. Bam! Eine fette Stimme würde ich aber nicht sagen. Ich würde sagen, geschrotet, ja. Oh Mann, Mädel. Doch, die hätten noch was werden können. Ich hätte mir noch gebraucht. Batterie! Ah! Zieh mir einen tödlichen Stromschlag aus. Ach so. Ja, soll jetzt jemand mit der Batterie abwerfen? Oder mit so einer 12 Volt? Ja, klar, und jetzt? Hä? Nein. Hä? Ach so. Ja, nee, ist klar, mit so einer 12 Volt Batterie. Als wenn da so ein Transformator dran hängt. Oh, was habe ich, den Unterkiefer rausgehauen? Oh, guck mal. Ey, Alter, das ist ja... Also ich sag mal, in der deutschen Variante kannst du die ja nicht bearbeiten. Aber selbst das ist doch einfach nur unendlich brutal. Das hätte man sich doch niemals vorstellen können, dass das... Na komm. Dass das jemals spielbar ist, Mann. Früher war ja schon PS1, Will Kill oder so, war ja schon unglaublich. Aber das sprengt ja hier alles. Sag den Behörden, dass du immun bist. Nein, das sag ich denen nicht. Was? Zum Ziel? Hä? Schnellreise? Nein, warte. Wieso denn? Muss ich dahin, ja? Ist das die Schnellreise? Wenn hier nur mich noch einer abholen kommt? Ach, dieses Halbarin-Hotel. Ja, da sollte ich hin. Stimmt. Oh, sieht das geil aus. Guck dir das an. Oh. Es ist unglaublich. Also dieser Gewalt- und Splattergrad.
Es ist sowieso interessant, wie viele Leute darauf eigentlich auch Bock haben, wenn du mal guckst, wie viele Let's Play schon online sind. Auch die großen Streamer. Die zocken das ja alle auch. Die haben das alle so Bock auf sowas haben. Und es könnten ja auch Leute sagen, die sagen, oh nee, das ist mir zu doll, das ist mir zu eklig. Ich meine, das ist richtig geil. Das ist richtig, richtig geil. Ich halte immer noch nichts davon, zu den Behörden zu gehen, aber ist nicht mein Problem. Okay, find the helper in hotel and tell the authorities that Mr. Immune would like a word. Na, Mr. Immune. Bin ich echt der krasse Mr. Immune? Ich glaube, meine DNA ist im Arsch. Was ist das? Schuriken. Wurfgeschoss öffnen I. Hallo? 3 Wurfstände, die Zombie physischen Schaden zufügen. Okay, also wie kann ich das jetzt auswählen? Das ist jetzt... Wechsel schnell zwischen den Wurfgeschoss, indem du T drückst. Ah! Ich müsste öfter mal diese Blutampulle da mal verwenden. Ich probiere die nochmal. Und jetzt... Guck mal jetzt, wie sie alle hinlaufen, wieso? Yo, ich glaube, jetzt habe ich sie angelockt. Ich warte jetzt gleich mal den Wurfstand testen. Aber habe ich davon genug... unendlich Wurfsterne? Warte. Achso. Achso, dann gleich 3 auf einmal. Aber die sind unendlich, die Wurfsterne. Das finde ich ja ziemlich geil. Boah, ihm fehlt schon ein Arm, ihm fehlt schon ein Arm. Ich würde gerne den anderen Arm noch abtrennen. Gib mir mal den anderen Arm noch. Nee, oh, er hat schon wieder aufgegeben. Auf den Schädel nochmal rein. Ew, geil. Oh, der Wurfstern braucht lange zum Regenerieren. Bisschen schade ist, ich denke mal, das wird noch kommen, dass ich noch mehr Power habe, dass ich ihn nicht den Kopf abschlagen kann mit einem Schlag, ja. Boah, die sehen aus wie bei Walking Dead, ganz ehrlich. Die haben nichts mehr viel mit normalen Menschen zu tun. Herausforderung öffnen. Hä, ja, wieder, oh, schon wieder weg. Hä, ja, das checke ich manchmal nicht. Was haben wir hier noch Schönes? Attenzione. X. Hä, hey, was jetzt? Bringt hier die Taschen dabei? Ah, hier ist eine Werkbank. Jo, okay. Mal gucken, was ich da noch machen kann. Also. Ist auch mal die gleiche Werkbank, ne? Mal mit der Wasserwaage, mit dem Ding, mit der Kombizange, was es ist. Standbaumaschine. Das ist eine Stani-Werkbank. Geht's jetzt weiter, oder? Ah, warte. Ah, warte. Werkbank nochmal F. Das heißt, ein Herstellen. Geht nicht. Ich habe noch keine Fertigung. Naja, egal. So, das explodiert, wenn ich da was raufwerfe. Also, was habe ich denn jetzt verändert? Jetzt habe ich im Endeffekt das Ding also, ich will mal sehen, wie er das schafft. Zumal, was ist das für ein Transformator, Alter, mit so einer kleinen AA-Batterie? Aber es ist schon krass. Der Zombie geht davon tot und ich schaffe es, mich nicht selber zu schocken. Das muss ich sagen, nicht schlecht. Also immer noch zu dem Hotel. Ich laufe einfach jetzt. Komm, einfach laufen. Einfach laufen. Jetzt einfach Augen zu und durch. Ich Meter machen. Richtig Meter machen. Oh fuck, was denn hier passiert? Ach du Scheiße, das ist ja hier der Türkei oder was? Sorry. Aber ist ja nur die Wahrheit. Da ist das Hotel. Vielen Losing in Las Vegas. Ab geht's. Komm, laufen. Wozu die Zombies? Einfach laufen. Oder warte, habe ich da irgendwas übersehen? Muss ich jetzt alles aufsammeln hier? Muss ich alles aufsammeln? Oh nee, das ist doch viel zu viel Zombies. Komm, ich gehe einfach zum Hotel. Was soll passieren? Ich kann ja immer wieder zurücklaufen, gehe ich mal von aus. Wie lange kann ich laufen? Unendlich? Ich würde gleich nochmal den Wurfstern benutzen. Das nochmal testen. Ah. Yeah, baby. This is it. Okay, gut, schön. Was gibt's hier Schönes? Wir stehen hier gleich wieder auf. Hallo? Aufstehen! Und du, aufstehen! Aufstehen, habe ich gesagt. Oh, was jetzt? Was soll ich denn immer da mit Aufzeichnungen? Ja. Was bringt mir denn das? Ich bin mir nicht sicher zum Ausklappen. Also, bringt mir das irgendwas? Muss ich mir das durchlesen? Ich fühle mich, als wäre ich irgendwie nicht schick genug gekleidet für diesen Ort. Was machen sich die Leute eigentlich für Gedanken manchmal? Die Bonuszahlungen sprudeln, der Sicherheitsprotokoll ist immer...
Vor allem dafür bin ich wirklich dankbar. Ohne diese Menschen wäre das alles noch viel härter. Nur für meine Mitstreiter halte ich durch. Einer hat mir diesen Witz mit dem Affenzugführer erzählt. Erzähl! Oh, da jeden. Alter, das ist jetzt gerade das Interessante, der Witz und du. Hm. Ja! Oh, erzähl mir doch von einem Witz, wo du eine Stunde lachen musst, aber erzähl mir am besten nicht den Witz. Digi, dann schreib den doch da rein, dann wollen wir doch alle hören. Wir wollen doch alle ein bisschen lachen. Danke, Mom. Tut mir leid. Es tut mir leid, dass deine Mutter hier leider vor mir liegt. Aber keine Angst, ich werde sie auf jeden Fall richtig behandeln. Boah. Deine Mutter ist immun. Oh. Hey, 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 hey. Ganz, oh. Das ist gut. Lieber fahrt sich aber. Eieieiei, Hallöchen. Zumal, warum? Die haben auch die Mega-Shocks, ne? Da sieht man, dass die Zombies auf jeden Fall gut Feuchtigkeit haben. Oh. Boah, ist das geil. Komm. Lass das Blut spritzen. Hallo? Wie lange hält die Batterie eigentlich? Das wäre jetzt noch die große Frage. Oder muss ich das Ding irgendwann aufladen? Also. Nicht so lebhaft, wie ich kann. Ja. Pff. Sind schon alle tot, ne? Also hier kann sich keiner über deinen Witz totlachen. Läufer. Komm, lass uns mal eine Runde laufen. Komm. Wir machen jetzt mal ein Duell. Auf die Witze fertig. Los. Und komm. Na, was denn? Ist einer von der Army, die sind gut. Na, was denn? Jetzt kommst du wieder nicht runter von der Kante, ne? Ups. Shit. Oh, bist du auch ein Kämpfer, habe ich mitbekommen. Ja, nein, was denn jetzt? Oh nein, bitte nicht sterben. Oh, was bin ich für ein Noob? Oh, ich bin der Noob. Was ist denn? Oh nein, bitte nicht. Bin ich schon tot? Oh, ich bin tot. Ja, ne? Das ist der Noob. Erneut versuchen, würde ich sagen. Yes. Wo bin ich überhaupt? Oh. Das gefällt mir. Gefällt dir das auch? Das ist richtig elektrisierend hier mit uns. Merkst du die Spannung zwischen uns? Was haben wir denn noch? Hier, der alte Knebel. Hä, wo ist denn jetzt die Waffe hin? Da. Oh, ich habe aber viel im Inventar. Hey, komm. Oh, da kommt das Personal. Nein. Ich muss mit dem Block noch ein bisschen klarkommen, aber ich habe irgendwie... Ich komme mit meinem Daumen da immer so schlecht an auf der Tastatur. Das ist so ein bisschen Fingersteifnis. Steif gesagt? Na komm. Oh, nicht schon wieder. Ihr seid aber auch eklig. Na komm, ich mache euch der Reihe nach fertig. Ja, so ist gut. Hm, da stehst du drauf, ne? Wenn du nicht schon tot warst, jetzt bist du's. Seid ihr schon tot? Nochmal ein Test. Bist du tot? Kannst doch gerne nochmal aufwachen. Boah, stell dir vor, die wachen jetzt wieder auf, wenn ich das mache. Also quasi wie so ein Defibrillator, irgendwie so ein Elektroschock. Dann geht's wieder vorwärts, Mädels. Ah, hier auch noch was verloren. Hm? Na was? Gibt's hier eigentlich noch irgendwas? Hätte wieder keiner seinen Müll hier liegen lassen. Das Schlimmste ist in der Zombie-Apokalypse dieser ganze Dreck, der überall rumliegt. Hä? Jetzt doch. Da lang? Was war denn jetzt da oben noch? What you need. Mhm. Mann! Oh, ey, seid ihr eigentlich blöd oder was? Oh, hier hat man auch das Gehirn ausgelutscht, habe ich das Gefühl. Oh, der war gut. Oh, das waren die Synchron-Bros. Alter, was denn jetzt? Digga, das ist aber schon... Oh, was ist denn... Ach du Scheiße, was ist denn nun passiert?